hat der Mensch Mammut, Wollnashorn und andere Großsäuger ausgerottet. Die Evidenz scheint überzeugend. Der frühe Mensch als Jäger und Sammler tritt auf den Plan und die großen Säugetiere der Eiszeit sterben aus. Wer sonst sollte daran Schuld haben als der Mensch, der ja schließlich auch heute den Planeten kaputt macht? Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Ein Forscherteam aus Mainz hat nun Bohrkerne aus den Eifelmaren ausgewertet, die Aufschluss über die vergangenen 60.000 Jahre geben. Mittels Pollenanalysen konnte hier nachgewiesen werden, dass zumindest an diesem Standort Menschen und Großsäugetiere über Jahrtausende gemeinsam existierten. Offenbar war also der Mensch wenigstens hier in Mitteleuropa nicht verantwortlich für das Aussterben der Großsäuger, sondern sie starben aus, weil sich Klima und Landschaft änderten. Durch das Aufkommen des Waldes verloren sie ihre Lebensgrundlage, die Grassteppe. Vielleicht sollte uns dieser Umstand daran erinnern, dass wir nicht immer Planetenkiller waren. Ich glaube, es ist möglich, wieder zu einem Zustand der Ausgewogenheit zwischen Mensch und Natur zu gelangen.